für die wesentlichen Wesen hier, das ist auch mit Wesen angesprochen, das gebe ich später noch drauf ein, ist eh alles offensichtlich. Das heißt, wir Menschen können uns verbergen voneinander, aber alles drüber uns, in der feinstofflichen Welt, sieht ja eh alles. Und wenn wir nachher aus diesem Leben rausgehen, dann sind wir ja auch wieder nackt. Dann ist ja auch wieder alles sichtbar. Und dann sehen wir ja selber unsere eigenen Fehler. Also im Grunde ist die Idee, dass wir uns verstecken können, ja eigentlich eine Lüge. Wir können uns ja gar nicht verstecken. Nur temporär vielleicht, aber letzten Endes ist ja alles offensichtlich. Ja, und ich will es noch ein bisschen enger machen für alle anderen, die jetzt glauben, nur die geistigen Wesen können das sehen. Es gibt ganz viele Menschen, die auch unter uns sind, die den Durchblick haben. Und nach unseren Kursen zum Beispiel hat jeder den Durchblick. Den, der begriffen hat, was Free Spirit meint, macht, der wirklich Freude an der Konfrontation hat und am Eintauchen und am wirklichen Transformieren, der wird wieder klare Sicht haben, oder? Das ist klar. Klare Sicht nach innen, klare Sicht nach außen. Ja? Was sich auf dem Weg nach innen entwickelt, ist eben diese Wertschätzung und diese Liebe und dieses Verständnis, dieses Mitgefühl, welches dann, wenn man nach außen auch klar schauen kann, eben Gott sei Dank da ist. Ja? Man hat mit jedem Mitgefühl, ob man will oder nicht, ob ein Arsch ist oder nicht, ist nebensächlich. Und es gibt viele, die dich jetzt schon durchschauen, aber nichts sagen. Ja? Du kannst es aber spüren. Jene, die dich durchschauen, sind in der Regel nicht jene, die dich beruhigen. Jene, die dich beruhigen, möchten dich einschläfern, weil sie Angst haben, was du bei ihnen finden könntest. Ja, geh also lieber zu Leuten, die ein bisschen Furore machen, als bei den anderen, auch wenn das andere still und weise und guruhaft erscheinen mag. Der Schein trügt. Ja? Geh dorthin, wo es dir unangenehm ist, weil du Angst hast. Weil dort hinter dieser Angst versteckt sich das, was du wirklich bist. Und wenn da einer ist, der dir davor Angst machen kann, dann ist es auch der dir dabei helfen kann, diese Angst zu überwinden. Ja? Weil wer sich selbst überwunden hat, fürchtet sich nicht vor den Ängsten anderer, vor der Wut anderer. Wenn du einen wirklich echten spirituellen Lehrer hast, dann kommt der Moment, an dem du auf ihn sauer werden wirst. Und dort kehren sich die meisten wieder ab. Weil es wird sortiert. Je näher wir dem Feuer kommen, desto heißer wird es. Und wenn wir nicht hitzegeprüft sind, macht es keinen Sinn, ins Feuer zu gehen. Das wäre Leichtsinn. Und wer zu leichtsinnig daherkommt, wird einfach wieder ins Leben zurückgeschickt, bis er nicht mehr so leichtsinnig ist. Dann kommt er wieder. Und er wird auch nicht abgelehnt. Ja? Aber es ist wichtig, dass wir wissen, es geht nicht darum, dass wir gut sind, sondern dass wir bereit sind. Ja. Ich kämpfe ein Leben lang schon darum, gut genug zu sein für den lieben Gott und ich habe noch nie das Gefühl gehabt, ich bin wirklich gut genug. Aber die Frage, bin ich bereit, kann ich mit einem klaren Ja beantworten. Ich bin bereit, mich hinzugeben. Das ist in meinen Augen die Lehre Jesu gewesen, die Hingabe, die Liebe, klar, aber auch die Gerechtigkeit. Ja? Wenn man die Gerechtigkeit nicht fürchten kann, dann kann man sich der Liebe hingeben. Um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen, besuche einfach unsere Website fanfrieden.de oder klicke auf den Link in der Beschreibung.